Das ist wirklich so, ne? Sorry. Zu viel, Sabrina, total verhext. Willkommen zu meinem Format. Kleine Füße, großes Frieren. Wenn es nach mir gehen würde, würde ich mich nur noch von Lebkuchen und Kürbis ernähren. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich komme aber auch gerade aus dem Urlaub. Ich bin gerade ein bisschen überfordert mit dem Wetter hier in Deutschland. Aber kommen wir zu dem, was ich heute anhabe. Und zwar nicht zu den Klamotten, sondern zu den Schuhen. Die Adidas Tubular 93. Warum 93? Der Tubular 93 ist quasi die Verbindung zu dem Original Tubular, der 93 rauskam, und dem Tubular, den wir jetzt kennen. Sohle ist so, wie wir sie von diesem Jahr kennen, und oben sehr retro. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, uiuiui, viel Materialmix, aber nicht schlecht. Ich ziehe die richtig gern an. Am Fuß richtig gut. Kommen wir aber zu dem, was auf dem Tisch liegt, und zwar fangen wir an mit dem G-Lite 3. Cosmopack. Zu dem Schuh gibt es noch einen anderen Schuh, deswegen Cosmopack. Zu sehen, Galaxy Print, außen und innen. Finde ich richtig gut. Die Sohle, sieht man das? Innensohle. Zeigt auch Galaxy Print. Ich finde den Schuh wahnsinnig schön. Ich habe auch mitgekriegt, dass ein paar Typen den Schuh ganz gut fanden. Ich weiß gar nicht, in welchen Größen es den noch gibt. Der ist wirklich nur für Frauen rausgekommen. Und das Schöne an dem Schuh ist, dass der nicht nur gut aussieht, sondern auch bequem ist. Das Obermaterial ist total weich, und wenn man den Schuh anhat, dann hat man vorne total viel Spielraum. Also anders als jetzt irgendwie bei einem Leder-Upper. Simon, kannst du bitte aufhören zu lachen? Was denn? Nein, was ist denn? War das scheiße? Alles gut, alles gut. Nein, es war alles gut. Entschuldigung, ich lache extra nach unten. Ach so, und dann sehe ich nicht, dass du lachst. Nee. Ach so, okay. Böse Zungen würden jetzt behaupten, dass Galaxy Print ein paar Jahre zu spät kommt. Als Frau wurde man vor einigen Jahren ja komplett erschlagen mit Galaxy Print. Galaxy Leggings, Galaxy Oberteil und so weiter. Aber was ist zeitloser als das Universum? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich kenne nichts. Der hier, aber Essex dachte sich, ey, warum nicht noch ein Pack? Und jetzt ist ja Herbst. Und sie kam mit dem Gelsager. Was kann man zu dem Schuh sagen? Als ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, okay, nicht so meine Farben. Ist mir irgendwie zu erdtönig, zu viel beige, zu viel braun. Warum jetzt rot? Dann, Edda Vendetta wäre nicht Edda Vendetta, wenn sie diesen Schuh nicht einfach angezogen hätte und gekreischt hätte. Dieser Schuh sieht am Fuß richtig gut aus. Wenn ihr den jetzt seht und denkt, oder genau dasselbe denkt wie ich, zieht den an. Wir haben ja gleich hier On-Feed-Bilder. Dann könnt ihr euch überzeugen, und jeder, der was anderes behauptet, hat einfach keine Ahnung. Und nein, ich wurde jetzt nicht dafür bezahlt. Der Schuh ist richtig, richtig schön am Fuß. Und passt halt. Thema Herbst sieht man auch an den kleinen Blättern hier im Detail. Und wie gesagt, die Farbe strahlt ja auch so das Feeling aus, was ich zurzeit habe. Was kann man noch zu dem Schuh sagen? Gelsager, richtig bequem. Ich glaube, der Sager war auch der erste Schuh, ja, der erste Schuh, den ich von Essex hatte. Super bequeme Sohle. Und bei dem kann ich aber noch sagen, der kommt nämlich auch nur für Frauen raus, der fällt ein bisschen enger aus. Also ich habe den eine Nummer größer als zum Beispiel den G-Lite 3. Also lieber eine Größe größer bestellen oder einfach in den Laden rennen. Ganz einfach.
Schuh diese Woche, und zwar dem Free Ineva. Und ja, gewöhnungsbedürftig. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, war, warum jetzt? Also ich liebe, Moment, wir zeigen mal den hier. Ich liebe diesen Schuh. Man sieht Ähnlichkeit verblüffend. Es ist halt einfach derselbe Schuh, aber mit Löchern. Es ist halt eine Sandale. Ich weiß gar nicht, ob der als Sandale gekennzeichnet wurde. Das Konzept ist eigentlich super. Der Schuh ist generell ja bequem. Die Materialien sind sowieso immer on point bei den Woven-Geschichten. Aber im September mit diesem Schuh kommen, finde ich schwierig, wenn man nicht gerade in Australien wohnt oder jetzt schnell noch mal in Urlaub fliegt. Ja, ich werde ihn gleich mal anprobieren. Dann können wir mal sehen, wie der am Fuß so wirkt. Und schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr den findet. Immer wenn ich mir so unsicher bin, weiß ich immer nicht, ob mich jemand überzeugen kann. Ja. Schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr zu dem Schuh sagt, wie ihr den findet. Den gibt es auch in Champagner, also in Rosa. Hier gerade im Laden nicht, aber einfach online gucken. Und da gibt es den auf jeden Fall. Wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt dem Video einen Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine Videos von mir und von Simon und Hikmet. Ja, hast du mir gerade den Mittelfinger gezeigt? Nein, hast du nicht? Kann man den feuern, Steven? Sag mal was. Ich hätte ihn schon längst gefeuert. Ist so, oder? Ja. Schon längst gefeuert. Bis dann. Tschüss.